Herzlich willkommen. Wir erleben gerade ein absurdes Theater. Innerhalb einer Woche hat der Bundestag ein 500-Milliarden-Euro-Paket beschlossen, um einen Zusammenbruch der Bankenwelt zu verhindern. Jetzt wollen Bankmanager die staatlichen Hilfen nicht annehmen. Sie fürchten Gehaltskürzung und sie fürchten die öffentliche Kritik. Man stelle sich vor, die Kanzlerin ruft alle Empfänger von Arbeitslosengeld auf, ihre berechtigten Ansprüche doch bitte zu nutzen. Das wäre doch unvorstellbar in diesem Land. Diese Regierung versucht immer wieder, armen Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Den Bankern laufen die Kanzlerin und ihr Finanzminister hinterher und betteln sie an, doch die Finanzhilfe anzunehmen. Das ist doch eine verkehrte Welt. Es gibt jetzt schon Leute, die die armen Manager bedauern, wie Herr Professor Sinn vom IFO-Institut München. Er meint, dass die Manager wie die Juden unter Hitler verfolgt würden. Es ist unglaublich, mit welchen Vergleichen die Manager und ihre Hilfsassistenten wie Herr Professor Sinn versuchen, ihre Haut zu retten. Dabei besteht gar keine Gefahr. Keiner in dieser Regierung hat die Absicht, irgendeinen verantwortlichen Manager oder Politiker zur Verantwortung zu ziehen. Die Linke hat das 500-Milliarden-Gesetz im Bundestag abgelehnt, weil der 500-Milliarden-Euro-Schirm nicht helfen wird, wenn nicht grundsätzlich umgesteuert wird. Wir müssen den Casino-Kapitalismus in die Schranken weisen und einen streng regulierten Finanzmarkt gesetzlich festschreiben. Wir wollen, dass hochexplosive Finanzprodukte wie zum Beispiel Leerverkäufe verboten werden. Hedgefonds, den Heuschrecken, müssen die Lizenzen entzogen werden und Steueroasen ausgetrocknet werden. Die Linke ist die einzige Kraft im Deutschen Bundestag, die die Ursachen der Finanzkrise an den Wurzeln packt und die die zur Kasse bitten will, die bisher immer nur abkassiert haben. Darum gehen wir auch gemeinsam mit Attac auf die Straße und demonstrieren für diese Forderungen.